Jetzt wollen wir das Ganze auch mal testen. Hallo Freunde, heute bin ich selber super beeindruckt von diesem Video, was heute kommen wird. Denn ein Zuschauer hat mit mir darüber gesprochen, was es für Möglichkeiten gibt, einen Tempomaten nachzurüsten. Da ich kein E-Gas habe, also kein elektronisches Gas, muss es bei mir ein Unterdrucksystem sein. Und dieser Zuschauer hat mir jetzt 130 Euro gespendet, damit ich mir die Weco MS50 kaufen konnte. Das habe ich natürlich auch sofort getan, denn das Geld geht nirgendwo anders hin. Und falls ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr gerne auf den PayPal-Link in der Videobeschreibung klicken. Und ansonsten wollen wir gar nicht viel quatschen. Wir wollen heute ein Tempomat einbauen. Und ich bin gespannt, ob das so funktioniert, wie es überall im Internet steht. Also auf geht's. Ja, wie ihr gesehen habt, ordentlich viel Material dabei. Es soll alles dabei sein, was man braucht. Wir fangen jetzt einfach ganz langsam an. Sieht ein bisschen komisch aus, aber wir fangen mit dem Kupplungsschalter an. Das heißt, wenn ihr die Kupplung tretet, dann soll der Tempomat natürlich ausgeschaltet werden. Das gleiche bei der Bremse auch. Und damit fangen wir erstmal an. Vielleicht müsste man einen Schaltplan lesen können oder zumindest sehen können, welches Kabel wohin führt. Aber ansonsten sollte das eine machbare Sache sein. Also legen wir mal los. Es gibt manchmal einfach Stellen, die kann man nicht filmen. Also ich habe jetzt die ganze Zeit hier rumgewerkelt und dort seht ihr auch noch den doppelseitigen Kleber von dem Reed-Kontakt. Der sitzt jetzt sozusagen dahinter und das Gegenstück ist halt an der Pedale befestigt. Nun der Bremsenkontakt mit einem Spannungsdieb abgreifen. Oh, das geht mit Kamera nicht, ey. Jetzt suchen wir aus dem Kabelwirrwarr den Geschwindigkeitsmesser sozusagen, also der die Geschwindigkeit angibt, weil wir für den Tempomat natürlich eine Geschwindigkeitsvorgabe haben müssen. Wer das Glück hat und den elektronischen Tacho hat, der hat das schon integriert, das ist bei mir auch so. Ansonsten ist bei dem Lieferumfang der MS50 eben halt auch eine Möglichkeit, das nachzurüsten und das steht alles in der Anleitung dann gut beschrieben. Jetzt müssen wir noch einmal Dauerplus hier an Orange springen und einmal das Zündungsplus hier an den braun-weißen. Und weil ich das hier hinten bei meinem Radio sowieso schön dran habe und hier das Modul nachher auch reinkommt von der MS50, werde ich das schön hier irgendwo anschließen. Jetzt müssen wir noch die Fernbedienung anbringen. Jetzt die Pins in den vorgegebenen Stecker einstecken. Da der Motor an das Unterdrucksystem angeschlossen werden muss, gehen wir jetzt hier an den Unterdrucksschlauch mit dem mitgelieferten T-Stück und schließen das Ganze so an. Gar nicht. Doch. Und zu guter Letzt werden wir das ganze Steuerungsmodul anschließen. Das hat einen Stecker, also kein Problem. Nun testen wir die komplette Anlage. Dafür brauchen wir diese LED. Also als allererstes Bremse treten. Stimmt. Kupplung treten. Stimmt. Die Set-Taste drücken. Stimmt. Die Reset-Taste drücken. Stimmt. Nun die On-Off-Taste drücken. Die LED an dem Bedienteil leuchtet auf. Nun die On-Off-Taste nochmal betätigen. Und die LED leuchtet 8 Sekunden. Jetzt wollen wir das Ganze auch mal testen. Jetzt haben wir das Ganze auch geschafft. Es war wirklich einfacher, als ich gedacht hätte und es funktioniert auch noch einwandfrei. Also wer Interesse an einem Tempomat hat zum Nachrüsten, schaut gerne unten in die Videobeschreibung, da habe ich das nochmal verlinkt, das Ganze. Und es ist wirklich alles dabei, also ich musste nichts nachkaufen. Nochmal vielen Dank geht natürlich raus an den Zuschauer, der mir das Ganze möglich gemacht hat. Falls ihr noch Fragen dazu habt, schreibt es gerne in die Kommentare und ich hoffe, euch hat das ganze Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also haut rein!
Ja, aber es ist viel zu lang. Es geht 50 Sekunden, über 50 Sekunden. Das Ende darf höchstens 12 oder so gehen. Dann wäre es gut. So, weil es guckt sich ja kein Mensch an. Wer will das sehen? So.